Herzlich willkommen von WOM Adventure. Ja, diesmal nehme ich euch mit nach Samarkand in diese atemberaubende Stadt mit ihren großen historischen Gebäuden. Und dann geht es zu den Seven Lakes hoch und da hatte ich dann noch eine Reifenpanne. Ja, gut, schön, seid ihr dabei und wir sehen uns bald. Ich kann auch noch eine gute essen. Hat es geschmeckt, Ayla? Hast du wieder Appetit? Mei, sind wir froh. Ist he? Toll, ja? Jetzt bist du so dünn geworden. Samarkand Snickers, René handelt jetzt mal runter. Halber Preis gibt es ja schon. Immerhin. Also ich muss jetzt etwas essen. So, das sind die Samarkand Snickers. René frisst sich hier durch. Das ist der Hammer. Statt Frühstück. Bin ich dann satt? Kann dauernd naschen und probieren. Teeverhandlung. Also das ist nein, nein. Okay? Andere, okay? 90, okay? Oh, boah, der ist immer noch mal kann, da muss ich mehr mit. Dann lass uns das Geld. Okay, bist du? 90, okay? Oh, for you, 100? No, for me, 90. Oh, for you, 100. For you, 100. Yeah, for me, 90. Ah, 95, okay. No, 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 95. No, no, 95. 90! You silly! Wer ist hier silly? Okay, André. Jetzt habe ich alles von einem Araber gelernt. Ja, gut machst du das. Prima. Sie sind immer noch 300. Der absolute Hammer. Wir sind hier im Nussparadies. Nüsse und Dörrfrüchte bis zum Abwinken. Und man muss kräftig handeln, weil die setzen den Preis zuerst mal ganz weit oben an. So, wo soll jetzt hingehen, da auf dem Wagen? Sag sie auch Usbekisch. Das ist gesund, Sport. Gesund? Ja, für wen? Für den anderen? Noch eine Mama pull mit dir, gell? Das sind ja eigentlich Lieferanten mit diesen Wägen, aber René findet es irgendwie auch gerade geil, sich mal hier ein bisschen fahren zu lassen. Sieht aus wie am Flughafen. Sieht aus, die Fläche darf doch mal fahren. Ja, da bin ich gerannt. Ich bin mal in einem Hochzeitsladen gelandet und hier zieht man sich sehr, sehr, sehr üppig an für Hochzeiten mit Krönchen und Brokat. Wir machen eine Fahrradtour zu den Mausoleen hier und hier ist das Ruhobot-Mausoleum, eines der schlichteren. Wir erkunden jetzt Samarkand mit den unglaublich vielen Mausoleen, Tempeln, Gebäude, groß, mächtig. Eins steht neben dem anderen. Das ist das Gur Amir Mausoleum. Ein Riesenteil, das ist Wahnsinn. Jetzt gehen wir mal in die Grabkammer. Nenne ich sie mal so, die ist goldig. Ich weiß nicht, kommt es im Video zur Geltung. Aber es ist der Wahnsinn. Alles goldig. Wie eine Kirche. Wir sind jetzt in der Hauptattraktion. Von Samarkand. Und zwar in Registan. Da sind ganz viele Leute, wie ihr seht, und ihr auch. Und jetzt ist gerade eine Lichtshow, das macht das Ganze ganz speziell. Früh übt sich, wir sind an einer Besichtigung von diesen Riesenanlagen und jetzt gehen wir mal da rein und schauen, wie das früher war.
Hier sind ein paar alte Bilder und das ist fast am faszinierendsten. So hat das früher mal ausgesehen. Also komplett zerfallen. Hier noch ein Bild mit der Umgebung, da war noch nicht so viel verbaut und im Hintergrund diese Anlage. René, im Selfie-Fieber. Jetzt in dem Shoshinda-Komplex jetzt hier. Schrein, also wunderschön blau, alles drauf. Hier reiht sich ein Mausoleum ans andere noch frei. So, hier ist noch frei, sagt der René. Mausoleum. Mäuse. Die Mäusele. Nein, tatsächlich sind hier doch mehrere begraben in so einem Mausoleum. Merkenswerte ist ja, finde ich, dass das alles Handzeichnungen sind. Die gesamten Wände sind alle ganz filigran bemalt. Hier im Gedenken an Amutemus Schwester, alles mit Kacheln verkleidet. Mal in diesen wunderschönen Schrein hinein, in Andenken an die Schwester von Amutemur, Turkon Oko. Und hier ist alles mit alten Fliesen verkleidet, also ganz speziell. Finde ich persönlich am allerschönsten. Ich liebe diese Fliesen. Ja, ich bin jetzt hier in der Kitzler Moschee, hier vom Aussichtsplattform. Das ist ein wunderbarer Blick hier auf die Stadt nochmal und da unten die ganze Bazaar-Area. Im Hintergrund die Bibi-Kanu-Moschee, in der wir vorhin waren, extrem groß. Und dann das Mausoleum noch, das Bibi-Kanu-Mausoleum. Und hier mischen sich wunderbar alt und neu hier in Samarkand. Immer wieder Moderne und Architektur aus den frühen Altertumszeit. Viele Muslime pilgern auch extra nach Samarkand, eben aus Glaubensgründen, in jedem Alter, wie man sieht. Nochmal auf dem Registan in der großen Ulugbek Madrasa schaue ich mir das Ganze jetzt mal von oben an. Hier kann man nämlich in den ersten Stock hinauf. Es gab immer Zimmer im Erdgeschoss, aber auch im ersten Stock mit Balkonen. Ein Erdgeschoss, ein Oberstock, ein Studierzimmer ist das und das obere Zimmer war zum Schlafen. So haben da die Studenten früher gelebt und studiert, sowohl Islam, aber auch hier bei Ulugbek, dem großen Begründer der Astronomie, weitere Wissenschaften wie Astronomie, Astrologie und so weiter. Schon spannend. Und wen die Geschichte der Erziehung hier in diesem Madrasa interessiert, der kann hier gerne mal reingehen. Und zwar gibt es hier eine große Ausstellung in diesem renovierten Saal über die Bildung hier im Samarkand. Hier wird dargestellt, wie diskutiert wurde. Also einmal gab es zwei Gruppen. Die eine hat ein Problem von der logischen Seite, das die andere Gruppe von der philosophischen Seite betrachtet und diskutiert. So wurde hier studiert. Wow, und wieder mal bin ich nur geflasht von so viel Schönheit, Gold und Grün und Blau im orientalischen Stil. Einfach ein Traum in dieser Madrasa hier, direkt am Registan, das ist die kleine gegenüber. Und es ist einfach nur schön, dieser Eindruck hier mit den Kacheln und Gemälden in dieser Madrasa.
Hier mal ein ganzer Blick hier auf die Tilakori Madrasa des Rajasthan Ensembles. So sieht das insgesamt aus, aber ist natürlich nur ein Modell. Nachdem wir hier nicht mit der Drohne fliegen dürfen. So, jetzt werde ich langsam richtig Fan von diesen Madrasas. Die hier ist der Innenhof von der Löwenmadrasa, der Sherdor Madrasa, hier am Hauptplatz Registan in Samarkand. Und sie hat wirklich wunderbare florale Elemente. Alles traumhaft schön und bunt. Das gefällt mir jetzt besonders. Und hier nochmal in voller Pracht die Löwenmadrasa, Sherdor Madrasa. Jetzt geht's über die Grenze nach Tadschikistan. Usbekistan ist vorbei, das ging einfach. Da müsste man sich ja registrieren, wenn man im Hotel übernachtet, aber ich übernachte ja nicht im Hotel, hatte mich gefragt wegen Registrieren, habe ich gesagt, ja, ich fahre. Hier, das ist mein Haus, das ist mein Hotel. Und dann war er zufrieden, ohne Registration, also ging tipptopp. So, gleich nach der Grenze, wir sind drin, der Grenzübergang war alles einfach, Kontrolle gab es so gut wie keine, der wollte nicht reinschauen. Ja, alles best, Fahrzeugregistration haben wir 60 Tage gekriegt, also alles bestens. Erstes Dorf gleich nach der Grenze, Geld wechseln, da hinten ist so eine kleine Bank. Und jetzt auch noch zum ersten Mal SIM-Karte, weil mein Free Mobile geht jetzt ab Tadschikistan nicht mehr. Und jetzt ja, sind wir schon mitten im Menschentrubel. Einsteigen, es hat noch Platz, hat noch Platz. So, wir sind aus dem Dorf gefahren, jetzt geht's zu den Seven Lake, da wird der, okay, da wird der Pass kontrolliert. Vom Flachland Steppen zu den Bergen, Tadschikistan, das Land der Berge. So, Kinder, hallo! Das sieht schön aus, die Berge da im Hintergrund. Wahnsinn. Einschlafen. So, das war erstmal das Ende unseres Ausfluges, denn gestern sind wir mal in ein Loch gekracht und vermutlich war das das Ende unseres Reifens. Denn der hat gerade die Luft verloren. Hier ist ein Riesenriss an der Seite. Also tatsächlich das erste Mal jetzt heute, dass der neue Reifen da drauf muss, ohne Felge. Ja, da ein Riss. Da hat er einen Riss. Ja. So, die alte Felge haben wir runtergebracht, jetzt muss die wieder in den neuen Reifen rein. Aber wie? Man hört dich nicht, du musst laut reden. Ja, ist so windig hier, jetzt muss irgendwie diese Felge wieder in den Reifen rein. Ja, raus ist er jetzt, der noch rein, ich hab's noch nie gemacht. Also der Mann, der da gerade vorbei ist, der scheint es doch schon mal gemacht zu haben. Yes.
Ranch Nudeln. Auf ganz traditionelle Art ohne Vulkanisator. Schneller als wir dachten, weil wir so tolle Hilfe hatten. Ja. Vorhin war schon irgendwie die große Katastrophe hier angedacht, aber die Leute sind hier fit, die machen das wahrscheinlich öfters. Von den Seven Lakes haben wir erreicht. Man kann momentan bis Maximum zum vierten See fahren. Da ist er. Du hast Straßen geschaukelt. Den zweiten See erreicht. Der dritte See. Also wir fahren hier vorbei an Riesengesteinsbrocken. Hoffentlich bleiben die noch alle liegen. Die haben gar kein Schild dran. Von der Band. Hi! Aus Deutschland. So, die haben gerade erzählt, dass die gerade die Felsen sprengen, damit man dann zum siebten See hochkommt. Vielleicht morgen könnte man da hoch. Aber für uns reicht es, kein Risiko eingehen. Jetzt hoffen wir, dass wir da Platz haben da drüben. Bei den anderen. Wieder mal kühleres Wetter. Ein Wind geht, es ist bewölkt, es sieht nach Regen aus irgendwann. Ja, da oben stehen zwei Varios. Klasse, da hinten haben sie jetzt gerade gesprengt. Hey. Wahnsinnsknall, ich dachte, der Berg stürzt auf mich runter. Hey. Tja, die Straße ist gesperrt wegen Felsen. Jetzt sprengen die, keine Ahnung, ey. Krass. Einmal, jetzt hört man das Horn. Das Horn hat getönt. Der ganze Dreck kommt hier rüber. Ich habe mir gerade gedacht, der vorhin ist doch so nah da hinten rangefahren, ob das so geschickt war. Den ersten, den sie wisst, bist du. Du stehst dann ganz vorne. Wenn du dann ein Stück weiter hinten fliegst. Ich dachte, meine Kiste explodiert. Hey, ich bin so halb, wir haben einen Tequila gehabt vorher, wir haben einen Tequila getrunken. Der Tequila war recht stark.
Der ist richtig eingeschossen. Hat mich voll vom Stuhl geschlagen. Der ganze Dreck, he? Aber interessanterweise sind die Hunde jetzt nicht groß. Die haben gar nicht. Alles weg. Na, die da unten standen, haben ja gesagt, die haben das Dynamit hintergebracht. Aber kleines Mercedes-Vario-Treffen hier am vierten See. Da wurde ja gerade vorhin gesprengt da hinten. Morgen geht's mit dem Bike Richtung siebter See. So früh am Morgen, die Straße wurde gesprengt. Man kann wieder durchfahren. Ein bisschen Geröll, aber es geht. Wir sind unterwegs, aber mit dem Rad. Jetzt hier gerade beim fünften See. Das ist der fünfte See. In der Ferne begleiten uns hier noch die Schneeberge. Da hinten ist ein Tourist-Base beim sechsten See. Ah, wunderschön. Morgens um 7:30 ist jetzt. Ja, hier ist eine Engstelle. Hier könnte es knapp werden, aber es geht. Und eine Stille herrscht hier oben. Es ist unglaublich. Wunderschön. Nur das Rauschen des entfernten Flusses hört man ein bisschen. Wow, als ob man es nicht schöner hätte anlegen können hier, was die Natur geschaffen hat. Der ganze Hang ist ein einziger Wasserfall, hier fließt in kleinen Bächen. Fahren durch eine Landschaft wie ein Garten. Hier blüht der Mond sogar. Wer sein Rad liebt, der schiebt. Hier noch ganz stilles Wasser vom Tittensee. Wir sind jetzt nämlich oben. So, wir haben den siebten See erreicht. Der liegt bereits hinter uns. Hier sieht man die Häuser, wie sie früher gebaut wurden. Dann hier dieser gigantische Felsen, das ist Wahnsinn, der ist riesig. Und hier an dieser Stelle fließt das Wasser unter den Häusern aus den Felsen raus. Wasser fließt durchs ganze Dorf. Und auch von hier kommt es endlich voll aus. Der ganze Hang ist ein einziger Wasserfall. So spielen hier die Kinder mit Eseln. Die müssen schon die Tiere hüten. Hallo! Die Esel, die wollen dich. Und so leben hier die Menschen und arbeiten natürlich auch hier mit ihren Tieren.
Das ist hier der Fußballplatz vom Dorf und das ist das Tor. So, jetzt geht's wieder weiter runter nach Dushanbe. Zwei Reifen besorgen. Auf 2600 Meter hoch und es geht noch höher. Plötzlich ein stockdunkles Tunnel, jetzt geht es aber wieder raus. Ui, Scheibe ist schmutzig. Und wieder ein Tunnel, sicher stockdunkel. Ein Tunnel ist zu kaputt. Stockdunkel, man sieht fast nichts. Die Kamera hält natürlich auch. Das Auge gewöhnt sich dran. Was da von der Decke nass ist, da kommt einer. Also wir fühlen uns jetzt wie im Untergrund in diesem Tunnel. Also das ist der Ansop-Tunnel, ist schon echt gruselig hier durchzufahren. Ins Dunkle. Wir sind in Dushanbe angekommen und jetzt geht's eben zum Reifenhändler. So, Google hat mich völlig wo falsch hingeschickt, habe ich einen Taxifahrer gefragt, der hat mich schnell ans richtige Ort geschickt. Jetzt der junge Mann, der zeigt mir jetzt die Reifen. Ganz hinten in diesem heißen Container. Wahnsinn. So, sind die richtige Größe. Der andere ist im Geschäft. Und es hat ihn gerade noch auf die Fresse gehauen da drin. Arme Kerl, ich habe ihm dann geholfen. So, die Reifen sind montiert und ich bin auch zufrieden. Chinesisch viel günstiger, 180 Euro. Auf der Hinterachse, die Traglast ist sogar höher. Also, es passt. Ich habe jetzt zwei Ersatzreifen da hinten drauf und ja, jetzt bin ich gerüstet für den Pamir, denn jetzt geht's Richtung Pamir und dann brauche ich vielleicht hoffentlich keinen von denen. Ja, schön wart ihr dabei, macht den Daumen hoch, empfehlt und ja, also bis bald und tschüss.